Bekanntlich, ja. Bekanntlich, ja. Solange du nichts an der Fassade änderst, ist mir alles egal. Oh. Wir sind da jetzt wieder runtergefallen. Ich. Aber ich lebe noch. Das ist gut. Er ist mir ausgewichen. Ja, toll, das heißt... So blöd, weil das unsymmetrisch ist hier. Du hast es auf der einen Seite so gemacht, Zedring, auf der anderen Seite so. Irgendwas scheint da unsymmetrisch zu sein. Weiß auch nicht. Okay. Der Bauherr, der guckt sich das gerade an, ja. Der Wachtmeister, meine ich natürlich. Unsymmetrisch. Ja, ich wollte erstmal meins wieder weg, aber... Okay. Irgendwas wirkt hier nicht unsymmetrisch. Ich komme mal so dir runter, ich guck mir das mal an. Ja. Geht schon. Ja. Oh ja, muss ich mal ganz runterspringen. Was ist ein Monster in der Nähe, um Gottes Willen? Wo schläfst du? Ja, in meiner Etage, wo die zu gehen. Ja, dann stehen die wahrscheinlich wieder draußen. Wo setzt du den Lampen? Enrico. Ja, ich gehe noch Platz zum Schlafen, weil in seiner Etage Monster sind. So, ich liege. Ja. Ich glaube, da werde ich mich jetzt mal dran machen. An die Fackeln dort außen. Ja. Aber erstmal gucke ich mir deine Sache an. Jo. Mhm. Ja. Hier sind Monster? Nein, hier sollten Monster sein. Angeblich Monster sein, aber wahrscheinlich sind sie außen. Also siehst du das Problem hier? Das geht so. Hier geht's so und da geht's auch wieder so. Das ist irgendwie ein bisschen. Ergibt mir keinen Sinn. Also ich meine, den einen Block, den habe ich ja selber gesetzt, aber. Ich weiß nicht irgendwie. Clement, ich will dich hier nicht runterschubsen. Ja, das ist der Shadow Skulls, oder? Ah, der hängt im Eingang. Nee, das ist nicht der Shadow Skulls. Der ist doch schon wieder weg. Nee, das ist nicht der Shadow Skulls. Der Shadow Skulls heißt auch hier im TS Shadow Skulls und der hat auch die Serverrechte. Den Server-Admin. Der Shadow ist jemand anders. Ja, stimmt, Enrico. Ja, das war irgendwer. Ja. Es waren vorher auch irgendwelche anderen. Weil sonst passt das ja auch mit den Fenstern hier nicht. Das ist ja. Jetzt ist es wieder korrekt. So. Ja, und hier? Und hier? Hier ist alles okay. So, ich bin gleich wieder da, ne? Ne, ja, aber das sieht doch völlig anders aus wie da drüben. Nö, jetzt nicht mehr. Guck doch mal, hier sind zwei Blöcke so entlang gelegt und hier geht's so um die Ecke. Hier sind doch auch zwei Blöcke, genauso wie hier drüben. Ja, aber hier gehen diese zwei Blöcke doch hier. Hier ist doch keiner da. Hier ist doch auch einer, so wie ich stehe. Das sieht ja, nur anders aus. Das unsymmetrisch oder so irgendwas. Na, bevor du die Blöcke hinsetzt, tu das doch mal so bauen und so machen. Jetzt ist es symmetrisch. Guck. Ah, jetzt stimmt's wieder. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Sehr gut. Ja, du kannst die Fenster ruhig so machen wie bei Anni, wenn du möchtest. Kurze Zwischenfrage nochmal. Hört man irgendwie Hintergrundgeräusche? Naja, nur den Wellensittich. Okay, gut. Richtig aus, aber den auch nur so dezent. Korrekt. Gut, ja. Schnabel, dann ruhig. Wo das Glas hinsetzt, ich geh mal kurz hier außen rum und tu Fackeln hinsetzen. Jo, okay. Ich muss hier erstmal Glas holen. Oder tun wir das machen. Mhm. Schaut gut aus. Kann man hier TNT anbauen? Nein! Noch nicht. War hier extra im Keller unten. Jetzt hört man Geräusche. Oh, okay. Kleinen Moment, ich bin mal kurz weg. Am Ausflippen. Seid alle ruhig, ich will gucken. Adi, ich komme jetzt zu dir. Die ist nicht mehr da. Anni ist abwesend. Die ist kurz Pause. Hier ist kurz Pause. Und offline.
Auch und, im Spiel. Und offline, auch im Spiel. Ja, sie hat gesagt, sie geht kurz, weil es hat keiner gehört von euch. Nee, ich hab's wirklich nicht gehört. So. Du hörst zu. Ja, ja wirklich. Ja. Ja. Unerhört, ne? Sowas. Ja, wirklich, eine Frechheit. Nein. So, bin wieder da. Also man hat jetzt was im Hintergrund gehört, schätze ich mal. Ja. Psala. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, okay. Nenn nicht, dass das dann laut in der Aufnahme drin ist. Ja. Ein bisschen. Wir haben nur die randalierenden Nachbarn gehört, aber sonst nicht. So. So. Fenster sind drin, wunderbar. Kann man nicht eine Cam oder sowas aktiv? Jetzt hört man Stimmen. Okay. Ich hab was gesagt. Dann würde ich jetzt rausgehen aus TS. Ich bleibe hier trotzdem weiter dabei und nachher, wenn es vielleicht wieder was ruhiger ist, komme ich dann wieder. Okay. Alles klar, bis dann. Alles klar. Okay, bis dann gleich. Ach, mein. Wir sind ja Abprompel. Ich zerpflücke gerade das Haus von Annie hier. Kann man ja machen, wenn die Dame nicht da ist. Hey. Wo baut sie denn? Wo ich bin. Das ist eine gute Ortsangabe, ne? Ja, genau. Sie baut dort, wo die Fichten Holzfußböden sind. Hier, ich bin gerade, ich guck gerade raus. Die Cedric habe ich gefunden. Ui. Guten Tag. Tag. Das war zu weit, ich wollte da rein. Ja, du musst richtig aussteigen. Und hier unten baut der Fino mit dem Birkenholz-Fußboden. Ich habe da mal reingebaut. Ich weiß nicht, ob ich da bauen soll. Ja, du kannst doch bauen, ne? Es gibt immer viele Möglichkeiten, wo man noch was bauen kann. Die guten Plätze sind ja alle schon vergeben. Ich baue hier unten drunter im Keller. Es ist halt viel Platz. Du hast genau unter dem Turm was gebaut worden, Cedric? Wie bitte? Unter dem Turm direkt was gebaut? Ja. Es ist die Elektrik. Die ist unten. Komm mit. Die ist riesengroß, die Elektrik. Merk schon, das leckt. Hier ist eine Leiter. Er nimmt dir, zückt deine Axt, hier unten könnten Monster sein. Ne, gerade sind keine da. Hier habe ich nämlich meinen Stein abgebaut. Das ist ein großer Keller. Genau, da kannst du ordentlich bauen. Im Keller. Soll ich euch noch ein bisschen Stein abhaxeln hier, ein bisschen einsammeln? Kannst du gerne tun. Und schon hat er seine Rüstung angezogen. Warte mal, hier. Hast du noch hier ein paar Fackels? Ja, ganz interessant. Die sind gut. Wenn du noch kein Bett dort unten hast, hier oben steht auch eins bei der Elektrik, kannst du dir mitnehmen. Okay. Da steht Fackel. Mr. Fackel. Bauen wir die Halle der Tränen Nummer 2. Genau. Das war der Plan. Kannst du meine Gedanken lesen? So, jetzt sind es schon 6, 12, 18 Folgen, die wir aufgenommen haben. Ja, fast schon 19. Wie viele Folgen brauchst du? Um die Zeit zu überbrücken. Eigentlich ja. 14, aber das reicht schon. Gut, du kannst ja lange einen Sonntag oder so da machen, wenn es zu viele Folgen wären.
Es wird wahrscheinlich auch über die drei Wochen gehen, weil. Ja, ich gehe nochmal raus hier. Also dann ist eh bald Schüler Weihnachten. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht jeden Tag eine Minecraft-Folge rausbringen. Weil ja jeden Tag zwei Folgen kommen und jeden Mittwoch ist ja Dashcam-Mittwoch. Bei mir zumindest. Guten Tag. Ah ja, der Hausmeister ist da. Die Mitte ist zwei Block breit. Klick, klack. Ja. Geh mal ein kleines Stück nach hinten. Genau, okay. Patrick. Was ist denn? Patrick, ja. Lass mir mal zwei Kisten runterbringen. Leere Kisten? So, ich bin wieder da. Ja, wäre ganz nett. Ah. Faskat braucht Kisten. Anni, irgend so ein komischer Mann hat deine. Oh, das hast du jetzt eingesammelt. Hat dein Haus demoliert. Ich hab. Ah ja, doch, ich hab was eingesammelt, ja. Welches Haus? Hier, dein Apartment. Ein komischer Mann? Ja. Ich hab mich nur umgeschaut, ich hab nichts gemacht da drin. Nein, nicht du. Da war so ein Typ, der hat so Fotos gemacht und sich alles notiert. Ach so. Ja. Wollt wissen, wer da ist. So, ich bin für wenige Minuten mal wieder da. Okay. Willkommen zurück. Ich sollte die runterschmeißen, ja, können wir einrichten. Was? Er will runterschmeißen, ne? Nee, der Fassgard. Eigentlich der Fassgard, sondern die Truhe. Der Fassgard ist ja schon unten. Der ist im Loch. Ja, spielt mal Zwerge weit werfen. Mal mit mir kann man es ja machen. Fassgard, du hörst ja, wenn es Nacht wird, ne? Ja, stimmt, er wohnt ja direkt. Au. Ah, jetzt. Was? Schon wieder Monster? Ne, das gibt's doch gar nicht. Also, hier müssen die Monster mal in der Umgebung bekämpft werden. So kann ich hier nicht schlafen mit dem Tor. Was ist? Ich glaube, eins über dir habe ich noch nicht ausgeleuchtet. Ja, das sollte ich vielleicht gleich mal tun. Ne, ich bin schon dabei. Achso. Also habe ich kurz mal in Anis zweiter Etage gepennt. So, ich nehme mir mal ein Stück Kuchen. Für die es nicht wissen, wenn ich hier im Bett liege. Lecker Kuchen. Kuchen? Habe ich heute. Selber. In deiner zweiten Etage habe ich kurz ein Bett aufgestellt, ja. Ist aber schon wieder alles weg. Das war der andere komische Mann, der in deiner Wohnung immer rumrennt. Also so geht das nicht. Also so kann ich hier nicht arbeiten. Anni hat Männer bei sich rumrennt, ja? Das stimmt. Ja, du wirklich. Das ist ein Kommen und Gehen. Oh. Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Und wenn dann nicht übermorgen. Genau. Hier müsste das ja sein, ne? Da meine Rüstungen rein. Nee. Oh, wo geht's denn hier wieder raus? Tja. Finde den Ausgang. Die neue Show auf RTL. Nicht schubsen. Ich hab nur Angst. Wer hat denn jetzt geschubst? Also ich nicht. Cedric hat mich geschubst. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Du hast angefangen. Ja. Jetzt kommen wieder die Ausreden. Ich war's nicht, Cedric, der andere. Cedric schubst immer. Oh, jetzt schubst er mich da oben. Das war geplant. Ja, wirklich. Diese Schubser hier. Na komm, ja, genau. Oh, Hansa, kann ich ja mal Was? Ich hab so viel Platz nach oben noch, da kann ich bald drei Etagen draus machen. Sehr gut. Braucht eine dritte ein, so. Keiner weiß. Eine Schnuppe. Ja, notfalls erweiterst nach außen. Du hast ja auch die kleinere. Na, der Fino. So. Ich stehe, wir bauen noch Balkone dran. Also Außenterrassen. Enrico. Ja.